Seit Urzeiten bereits erzählt man sich von Pokémon mit besonders mächtigen Seelen. Man sagt, diese Pokémon haben einen ganz besonderen Draht zu Arceus, da ihre Seelen seine Kräfte beinhalten. Doch es hängt vom Willen des Pokémon ab, wie sich seine Seele entwickelt. Pokémon mit reinem Herzen sind als Daydream bekannt. Pokémon mit schweren Sünden als Midnight. Was gibt es da groß zu erzählen? Ich bin Obi, komme aus West Carlos und bin mit meiner Familie gerade erst hierher gezogen. Ein schöner Name und so passend zu einer solchen Schönheit wie... Hört sie mal einer an, was der Wind uns da ins Haus geweht hat. Ich bin Grace, ein Glaziola und komme aus Einal. Ein Lucario. Wer ist diese neue bloß? Ihre Aura ist so hell, so stark. Dieses Mädchen wird mir gehören, egal ob sie will oder nicht. Nur über meine Leiche, mein lieber Bruder. Du warst es! Oh mein Gott! Auf jeden Fall sollen diese Pokémon nichts von ihrer besonderen Seele wissen. Was ist hier nur los? Warum höre ich die ganze Zeit diese Stimme? Bis sie, angeblich von Arceus selbst, in diesen Tempel gerufen werden. Wer spricht da? Hier soll sich ihnen dann in einem Ritual eröffnen, welche Art von Seele sie besitzen. Grace, wo ist Ruby jetzt? Ich muss sofort zu ihr. Sie schwebt in höchster Gefahr. Ist alles okay bei dir? Klingt, als hättest du einen furchtbaren Albtraum. Ja, das kann wohl sein. Während die Daydream ihre Kräfte für das Gute einsetzen... Habt ihr Bock, sag es oder tu es zu spielen. Kommt ihr mit zum Wasser, ein paar Kabadur an? ...sind die Midnight auf Zerstörung und Verderben aus. Wie konntest du unsere Familie nur so verraten? Deshalb sie sogar andere Pokémon auslöschen, um ihre Seelen zu absorbieren. Verstanden! Schallwelle! Metallklaue! Psychogenese! Pokémon, dunkle Seele. Das ist ja wie in diesem einen Film mit den ganzen Raumschiffen und Lichtschwertern, wo auch so helle Seite und dunkle Seite ein Thema waren. Wie hieß der denn nochmal? Star Wars? Ah, ja, genau.